und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich war heute mal wieder bei Action einkaufen gewesen und ich zeige euch jetzt alles, was ich eingekauft habe. Viel Spaß! Ich habe zuerst eine Tischdecke gekauft, die ist 1,40 m x 2 m. Eine Weihnachtstischdecke für unseren großen Tisch. So sieht die aus. Genau. Und die hat 99 Cent gekostet. So, zu dem nächsten Produkt ist ein für die Haare. Haartrockentuch ist das. Das ist in rosa. Hier ist es abgebildet, wie man das machen soll mit seinen Haaren. Erst runter, dann drauflegen, dann einrollen und dann von oben nach unten festmachen, trocknen lassen. Genau. Steht noch was auf Deutsch? Mikrofasertuch für Haare. Ach, Mikrofaserhandtuch für die Haare ist das. Genau, das wollte ich gerne mal austesten, ob die wirklich so gut sind, auch die Haare richtig trocknen. Ich hatte schon mal eins gehabt, das hat irgendwie die Haare nicht richtig getrocknet. Und deswegen wollte ich das gerne ausprobieren. Das ist in rosa mitgekommen und hat 95 Cent gekostet. So, dann kommen wir zu einem nächsten Produkt. Das ist ein großes Produkt. Ja, das ist ein Zug für unseres Kind. Genau, das hat 8,95 Euro gekostet. Ist für 3 plus. Unseres ist ja schon 4 Jahre alt. Genau, und das geht bestimmt auch wieder mit Batterien. Ja, mit Batterien muss man das wieder beanspruchen. Hier hinten sieht man nochmal alles, was man da bauen kann. Und alles, hier sind 6 solche Runden, 4 gerade Stücks. Genau, wir können es ja mal kurz auspacken. Entschuldigung, wenn es jetzt gerade ein bisschen laut geworden ist. Das sieht so aus. Es ist alles dabei. Genau. Die sind auch ein bisschen größer als die vorhergehenden Schienen, die wir geholt haben bei Kick. Genau. Das stelle ich jetzt erstmal hin. So, den Preis habe ich glaube ich schon gesagt. 8,95 Euro. So, dann kommen wir zu einem nächsten Produkt. Das sind Kids Stifte Duo. Das sind 10 Stück drin. Es ist einmal eine dünne Seite und einmal eine dickere Seite drin. 10 Stück sind drin. So sehen die von hinten aus. Und die haben 99 Cent gekostet. Zumal. Genau. Ich kann es euch nochmal von innen zeigen, wenn ihr es gerne sehen wollt. Kurz einen Moment. Klebeband. So, die sehen so aus. Das ist jetzt so ein brauner Stift. Hier ist jetzt die kleinere Seite. So. Und auf der anderen Seite ist das dickere Bürstchen. Ich hoffe, es war jetzt so richtig rum. Irgendwie gibt es hier gar keinen richtigen Unterschied dafür. Wenn man das so jetzt mal angucken tut, die Seite und die Seite, das ist glaube ich die kleinere und das ist die dickere Seite. So sieht das aus. Ich hoffe, die malen auch. Ja, ist ja nur fürs Kind zu malen, weil es gerne lieber mit Filzstiften arbeitet oder malen tut. Deswegen habe ich lieber Filzstifte gekauft. Buntstifte haben wir noch genügend da. Dann kommen wir zu einer Mütze, einer Weihnachtsmütze. Die sieht so aus. Hier steht ho ho ho. Und jetzt wartet. Und die leuchtet. Die fand mir richtig cool, die Mütze. So, und gekostet hat die 2,99 Euro. Geht eigentlich für den Preis mit Lichterkette. So sieht sie aus. Genau.
So, dann kommen wir zu einem nächsten Produkt. Das ist ein Abdeckstift gegen Augenringe. 15 ml sind hier drin. Das ist so wie so ein kaltes Kühlchen-Ding. Ich kann das jetzt euch mal zeigen. 15 ml sind jetzt hier drin. Der sieht aber richtig gut aus vom Packaging. Hier stehen nochmal 15 ml drauf. Genau. Genau. Und das macht man, das rollt man so auf. Und dann legt man das eigentlich in den Kühlschrank. Und dann kann man das dann schön jeden Morgen und jeden Abend für die Augenringe hier drauf machen. Also das kommt auch schön ein Produkt raus. Also richtig schönes Produkt. Und man sieht das auch, das Produkt. Wenn man das hier jetzt so sieht. Warte mal, die Mütze leuchtet. Ja, sieht man jetzt nicht so gut, aber mal noch abmachen schnell. Ja, es kommt aber richtig Produkt raus. Und ich finde auch das Türkis oder ja, ich finde das mehr so türkislich oder so ganz helles, bläuliches. Richtig schön. Aber bei euch sieht das irgendwie so blau aus, aber bei mir sieht das richtig wie türkis aus. Jetzt sieht man es so. Ganz helles Blau oder so türkislich ist das. Genau, und das hat 98 Cent gekostet. Also man merkt das auch richtig, dass hier die Runde, das kühlt auch richtig schön am Auge. Ich merke das jetzt immer noch im Auge. Also ich finde das gut. Ich lege das dann auch in den Kühlschrank und benutze das auch jeden Morgen und jeden Abend. Dann, genau, steht jetzt noch irgendwas Wichtiges jetzt hier hinten. Kühlende Augenroller und hilft bei der Verminderung von Augenringen für eine strahlende Haut rund um die Augen. Das mit Koffein angereichertes Serum zieht schnell ein und hat einen erfrischenden Effekt. Vor Gebrauch gut schütteln. Oh, das habe ich nicht. Also wenn man es benutzen tut, immer vorher schütteln und dann auftragen. Genau. Dann kommen wir zu einem nächsten Produkt. Das sind solche Malstifte. Die sehen so aus. Habe ich zweimal mitgenommen. Hier sind 10 Stück drin. Das sind jetzt die günstigeren Varianten. Weil er malt so viel und drückt auch noch ein bisschen noch mit ein wenig auf. Deswegen hatte ich gesagt, okay, dann nehme ich die billigere nochmal mit. Und die haben jetzt nur 39 Cent gekostet. Und für ein Kleinkind reicht das locker aus. Da brauche ich keine Stifte für 4 Euro zu holen. Und nach 3 Tagen oder nach 4 Tagen sind die ausgetrocknet und muss man neue kaufen. Das ist für mich sinnlos. Deswegen habe ich hier davon den günstigen 2 mitgenommen und 2 Paare haben 97 Cent gekostet. Entschuldigung. Und da kann man nicht meckern. 10 Stück sind hier drin, verschiedene Farben. Genau. So, dann kommen wir zu einem nächsten Produkt. Das ist ein was zu essen. Das sind Fliegen sauer 50 Gramm mit Obstgeschmack. Und die haben 97 Cent gekostet. Wartet mal. Ja, 97 Cent gekostet. Die sehen so aus. Kann ich euch mal zeigen. Es sind 50 Gramm drin. So sieht die Packung aus mit UFOs. Hier sieht man die Dinger, wenn man die aufmachen tut oder macht. Da ist hier drinne so die Füllung drinne. Wenn man das sehen kann, ja hier. Das ist die Füllung drinne. Und ja, und das ist ein bisschen sauer. Genau. Und jedes hat ja auch einen anderen Geschmack drinne. Ja, das habe ich jetzt fürs Kind mitgenommen. Kostet ja auch nicht die halbe Welt, was Kleines zu kaufen. So, dann kommen wir zu einem Duftspender. Es sind 75 ml drin, kosten 99 Cent und ich habe 3 Stück mitgenommen. Ich zeige es euch mal, ich packe es noch schnell aus.
So, das sind die hier. Die haben 99 Cent gekostet. Ich wollte eigentlich auch noch die anderen Farben mitnehmen, die Duftrichtungen, aber die gab es leider nicht mehr. Deswegen habe ich dreimal die gleiche Sorte mitgenommen. Die anderen sind jetzt noch hier eingepackt jetzt noch, wegen den Glases, wegen bevor es kaputt geht, hatte ich gedacht. Und der frische Parfüm. Genau. Und das ist ein Geruch von darf nicht in die Hände von Kindern, ist ja klar. Gelangen. Was ist denn das eigentlich jetzt für ein Geruch? Parfüm Diffuser. Okay. Also irgendwie so ein kleines blümliches. Ja. Sowas wie Blumengeruch, sowas ähnliches. Gab es ja auch hier, glaube ich, mit Rose, glaube ich, noch. Und noch andere. Ich glaube, fünf oder vier verschiedene Sorten von dem. Ja, aber gab es leider jetzt nur noch den hier. Deswegen hatte ich den dreimal mitgenommen und drei Stück habe ich jetzt gezahlt. 2,97 Euro davon. So sieht's aus. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, das macht man hier oben ab. Dann legt man die Stifte da rein, also diese Holzdinger, legt man rein. Dann kommt schön der Duft dann. Und wenn der Duft jetzt alle sein sollte, kann man auch einen anderen Duft noch reinmachen, wenn man sowas zu Hause noch hat. Genau. Und die Dinger, die verändern dann auch ihren Geruch dann so gesagt dann auch. Genau, das war jetzt dieses Produkt. Dann kommen wir eigentlich zum letzten Produkt. Und das ist eigentlich ein Dummy. Das sind die Herr Lutimbar-Zierzer. Das sind hier solche... Hier Gefrierbeutel, da sind 20 Stück drin, 1 Liter passen hier rein. Genau, die nehme ich immer zum Einfrieren schön, weil die ja da oben das zum Zumachen haben mit diesem Teil. Und die finde ich so schön, da kann man auch schön die Luft rausmachen, schön zumachen und schön ordentlich in Tiefkühlung reintun. Und man spart dafür Platz. Man kann die auch so flach machen, manches Essen und sowas. Oder wenn man Soße einfriert, so schön flach machen, dann schön reintun in Tiefkühlung. Dann muss man das nicht so in so einen, ja, in so einen Klotz reintun. Und deswegen hatte ich die geholt. Ich hatte ja noch welche andere gehabt. Die muss man oben so zubinden. Aber die fand ich jetzt nicht schön. Und die haben jetzt nur 99 Cent gekostet bei Action. Das ist jetzt nicht die halbe Welt. Genau, das war eigentlich alles von meinem Einkauf. Ich habe insgesamt gezahlt 21,56 Euro habe ich gezahlt dafür. Genau, ich zeige euch den Kassenzettel nochmal, wenn ihr den gerne sehen wollt. Das sieht so aus. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video über den kleinen Duft. Raum möchte ich euch dann nochmal ein extra Video nochmal machen, nochmal zeigen, ob das auch jetzt so riechen tut, weil ich hatte die billigen von Action geholt und die haben eigentlich nicht wirklich geholfen für den Raum. Also mein Raum hat immer noch so, ja, nicht wirklich gut gerochen und deswegen hatte ich gedacht, ich versuche mal die, weil viele sagen, die sollen sehr gut sein und so. Deswegen hatte ich die gekauft, genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Genau, ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag und Abend. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssi! Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann würde ich mich auf einen Daumen nach oben freuen. Über einen Kommentar würde ich mich auch gerne freuen. Oder wenn ihr meinen Kanal abonnieren tut, dann einfach nur das Glöckchen aktivieren. Und es ist auch kostenlos und ihr verpasst auch gar kein einziges Video mehr. Ich sag jetzt Tschüssi, bis zum nächsten Mal.